Die Wirtschaftskrise, die zeigt sich nicht nur an der Börse oder am Zusammenbruch der Banken, sie zeigt sich auch im privaten Bereich. Da wird die neue Couch-Garnitur eben nicht gekauft, die Weihnachtsgeschenke, die fielen dann eben dieses Jahr etwas kleiner aus, oder der geplante Urlaub wird gestrichen. Doch wie das immer so ist im Leben, wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner. Und wenn Menschen sparen müssen, dann sind plötzlich wieder Handwerker gefragt, die lange von der Bildfläche verschwunden waren. Stefan Basters stellt uns einen vor. Saubere Arbeit ist wieder gefragt. Viele werfen ihre alten Messer nicht mehr einfach weg, sondern lassen sie lieber wieder herrichten. Für so ein Messer nehme ich jetzt 3 Euro. Normalerweise haben sie früher in der D-Mark gezeigt 12 Mark genommen für so ein Messer. Mhm. Aber das kannst du heute einfach nicht. Das kannst du am Anfang machen, zweimal komme ich nicht mehr. Auf Wochenmärkten ist Karl Dold unterwegs. Steht wie hier in Kehl meistens irgendwo in der dritten Reihe mit seinem alten Kastenwagen. Den hat er als professionelles Schleifmobil umgebaut. Und jedes noch so alte Messer erstrahlt in seinen Händen zu neuem Glanz und besteht jeden Test der Kundschaft. Messer scharf. Wir können es mal am Schlappart probieren. Am Schlappart rasieren würde ich mich nicht mehr. Aber die sind scharf. Ja. Okay, danke schön. Wenn's geht, dann viele kommen nur wegen ihm auf den Wochenmarkt. Da war eine Anzeige in unserem städtischen Nachrichtenblättel im Kühler, und da habe ich ausgeschnitten und dann bin ich ja hergefahren und habe mein Messer schleifen lassen. In Plastiktüten oder eingewickelt in Handtüchern bringen sie ihre Lieblingsmesser. Manche davon haben ihre besten Zeiten schon lange hinter sich, aber selbst solche Messer kriegt Karl Dold wieder hin. Mit den richtigen Maschinen und noch wichtiger, dem nötigen gewusst wie. Das Gefühl muss man eben in der Hand haben, doch. Aber man kann nicht ein Messer so schleifen, so draufhängen, dann ist es am Arsch. Das muss man ganz, wie ein Arzt, wenn man operiert, so ist es ungefähr, so mit Gefühl halt. Bei ihm kommen wieder Wellen in Messer, wo schon lange keine mehr waren. Karl Dold schärft alles. Natürlich auch solche alten Scheren und oft auch noch größere Geräte. Jawohl. Und dann kann man wieder gut zuschlagen. Ja. Wir sammeln schon die Messer, die wir brauchen, oder Äxte oder Haumesser für in den Wald zum Holz kleinhacken. Und da wir wissen, er macht das wirklich super, schauen wir immer, dass wir ihn verwischen. Scherenschleifer ist ja eigentlich ein Schimpfwort. Nicht bei Karl Dold, der ist Scherenschleifer aus Leidenschaft. Mir liegt das halt einfach. Wenn dir das nicht liegt, klappt es auch nicht beim Schleifen. Oh. Ich mache gern Schleife, ich gehe auch gern vor 100 Leute. Und wie lange dauert das jetzt, bis Sie... Eine halbe Stunde auf jeden Fall. Die Wirtschaftskrise ist für ihn ein Glücksfall. Denn seitdem läuft das Geschäft des selbstständigen Scherenschleifers Karl Dold. Ärzte sollten